würde ich dieses Auto nochmal kaufen. Dieses ganze Assistentenpaket, sag ich mal. Wenn mal was ausfällt, dann meistens im Kollektiv und dann meistens alles zusammen. Ich meine, ich kann jetzt nicht jeden Tag in den Lederpflege auftreten. 20, 30, 35, 40, 245, 250, 255. Es hätte ein bisschen mehr sein dürfen. Das sucht auch in dieser Kompaktklasse seinesgleichen mit der festen Überzeugung. Und das kriegt man aus, weiß ich, Korea, aus Japan, kriegt man das mit mindestens der gleichen Verarbeitungsqualität. Moin Leute, grüß euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Jawohl, mittlerweile über ein Jahr ist es her und 20.000 Kilometer, dass ich mir diesen Golf 8R zugelegt habe. Und vielleicht erinnert sich der ein oder andere, vor ja, ungefähr wieder einem Jahr, im Juli 23 bin ich der Meinung, habe ich ein Review-Video gemacht über dieses Auto, was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und ich dachte, nach dieser Laufleistung, jetzt nach der Zeit, wäre es dann doch mal angebracht, vielleicht ein Update-Video dazu zu machen. Und ja, darauf einzugehen, was mir noch aufgefallen ist und ob ich dieses Auto denn im Grunde noch weiterempfehlen würde. Denn das ist tatsächlich die große Frage für dieses Video. Würde ich den Golf 8R Modelljahr 2021 noch mal kaufen? Denn die Autos, vielleicht hat einer auch das letzte Video gesehen, die sind mittlerweile, oder sind, was heißt mittlerweile, die sind immer noch ziemlich teuer. Und wer sich sowas zulegt, das sollte gut überlegt sein. Deswegen, heute ein Update-Review-Video. Und ich habe auf YouTube gelernt, dass jedes gute Review mit einer Außenaufnahme beginnt. Und genau das machen wir jetzt. Und wir starten natürlich von der Front. Man muss ja mal sagen, Golf 8R sieht von vorne echt, naja, ich will nicht sagen langweilig, aber er sieht der Airline doch ziemlich ähnlich aus. Und ich finde es fast ein bisschen schade, der GTI und der GTI Clubsport, die kommen beide ein bisschen aggressiver daher. Ich finde, der R als Speerspitze der Golfpalette hätte ruhig ein bisschen was Aggressiveres vertragen können. Trotzdem, ich will nicht meckern, sieht dann trotzdem ziemlich schick aus. Wir haben hier unten natürlich, unten rechts und links im Grill, unten in der Öffnung, da sind zwei zusätzliche Wasserkühler, die der R hat, der Clubsport zum Beispiel nicht hat. Ihr dürft mich da auch gerne korrigieren. Ich bin der Meinung, es sind Wasserkühler. Online liest man auch ab und zu, es soll ein Öl- und DSG-Ölkühler sein. Ich bin der Meinung, auch beim Sima R waren das vorne nur zwei zusätzliche Wasserkühler. Ist erst spezifisch und trägt natürlich dazu bei, dass die Baureihe ziemlich temperaturbeständig ist. Und ja, auch Rennstrecken tauglich und fest, würde ich sagen. So, welche Farbe haben wir denn hier? Das ist hier ein Deep Black Pearl Effekt. Vielleicht vorweg, die Farbe, jetzt scheint die Sonne nicht so drauf. Da sieht das echt ganz gut aus. Man muss sagen, die Lacke beim Golf 8, und das ist kein R-Thema, sondern ein generelles VW-Thema vielleicht sogar, die sind extrem dünn. Es sieht gut aus, aber diese Lacke sind extrem, vor allem dieses Schwarz, extrem waschkratzeranfällig. Und also es sieht wirklich gruselig aus, wenn hier die Sonne drauf scheint. Überall sind Kratzer drin, diese Mikrokratzer von der Waschanlage, diese Swirls. Werden die einige von euch kennen, weil ich mache tatsächlich keine Handwäsche, sondern gebe das Ding immer in die Waschstraße. Und das sieht ganz, ganz gefährlich aus. Das muss gut überlegt sein, diese Farbe. Aber es gab leider nur drei, ja. Es gab Blau, Weiß und Schwarz. Und meiner ist hier Deep Black Pearl Effekt, weil ich sagen wollte, der Lack ist extrem dünn. Was darin resultiert, dass selbst kleine Steinschläge, ich guck mal, ob ich hier vorne rankomme, die gehen schnell direkt bis auf die Grundierung runter. Und ihr wisst vielleicht selber, Haube lackieren mit Smart Repair ist nicht schwierig. Also dieser Lack ist tatsächlich ziemlich wartungsintensiv, würde ich sagen, und nicht so pflegeleicht. So, gehen wir weiter hier. Seitenansicht. Der R und der Clubsport kommen vorne mit der 357 mm Bremse. Gibt es aktuell auch nicht im Zubehör zu kaufen, das muss man auch bedenken. Relativ teuer. Aktuell kostet ein Satz Material für die Vorderachse ungefähr 700 bis 800 Euro. Hinten dann dabei gesagt, wie gehabt, eigentlich diese 310 mm Scheibendurchmesser. Da hat sich nichts großartig getan. So. Heckansicht. Dass es sich um ein Performance-Modell handelt, erkennt man an dem Dachkanten-Spoiler hinten drauf. Und nicht, wie der Irrtum manchmal ist, an der Akrapovic. Denn die Akrapovic-Abgasanlage, auch Sonderausstattung aufpreispflichtig, die konnte man auch beim normalen Nicht-Performance dazu buchen. Die Abgasanlage selber ist aus Titan, besteht aus einem Endschalldämpfer mit zwei Klappen, links und rechts. Und dann tatsächlich nur einem, ich nenne es mal Mittelschalldämpfer-Verbindungsrohr, denn dieses Auto hat keinen Mittelschalldämpfer. Also ihr kommt von der Downpipe in den Cut, in die beiden OPFs und danach ist nur Rohr bis zum Endschalldämpfer, der aus verschiedenen Kammern besteht und Absorptionsrohren, hab das auch mal endoskopiert, guckt da gerne mal rein. Und dann geht es tatsächlich auch hinten raus. Bei Race Mode mit geöffneter Klappe ist die linke Seite hier. Das ist das Soundrohr und da kommt dann am meisten Klang raus, trotzdem in Serie
ich finde, ziemlich verhalten. Knallt ein bisschen, macht ein bisschen Spaß, aber nichts Weltbewegendes dafür, dass die Abgasanlage mittlerweile, ich glaube, 4000 Euro brutto Aufpreis kostet ab Werk. Optisch natürlich mega. Mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich möchte es auch nicht missen mit der Endrohr-Optik. Ist mir lieber als jede Zubehörabgasanlage mit, weiß ich nicht, 150 mm Blenden. Das finde ich nicht so doll, aber muss natürlich jeder selber entscheiden. Was haben wir hier noch? IQ-Matrix-Licht, auch zu erkennen an den Rückleuchten und an den dynamischen Blinkern. Ich mache mal hier. Zack. Das sind die dynamischen Blinker, die kommen nur mit dem IQ-Matrix-Licht und die sind dann auch vorne nebenbei gesagt dynamisch. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, das sind hier die 19 Zoll Estoril-Felgen in Schwarz. So, Auto ist auch ausgestattet mit Leder. Und das ist hier auch für mich ein Minuspunkt, weil lass uns zusammen mal das Leder angucken. Wir schauen mal hier rein. Ja, das sieht ganz nett aus, ne? Schwarz mit blauen Akzenten, eher typisch. Sieht auch schön straff aus, ne? Das ist jetzt hier nicht so ausgesessen aus oder sonst was. Gut, hier hinten sitzt auch relativ selten jemand, muss man sagen. Aber guckt euch das mal an und dann lasst uns mal schauen hier im Vordersitz, Fahrersitz. Auto hat jetzt, ich glaube, knapp 39.000 Kilometer runter. Und ihr seht hier das Leder. Ich finde die Qualität, die ist nicht so doll. Oh, jetzt ist ja ein bisschen Dreck reingefallen. So, schwupps. Also die Lederqualität, ihr seht hier, wie wellig das ist. Und gelegentlich bin ich hier doch mal mit so einer Lederpflege zugange und reibe das hier ein und lasse das so ein bisschen imprägnieren. Aber dieses Wellige kriegt man nicht raus. Und für... Das Auto ist jetzt 3 Jahre alt ungefähr und für 3 Jahre und 39.000 Kilometer finde ich das doch schon eine relativ blöde Abnutzung. Ich kenne das Leder sonst nur aus dem BMW, aus einem E91 und da bilde ich mir ein, dass es dort nicht so eine Wellenbildung gab, bin ich der Meinung. Wir können ja auch gucken hier, Fahrersitz, hier sitzen natürlich am häufigsten. Beifahrersitz, ihr seht schon den Unterschied, glaube ich. Das ist schon echt nicht so schön. Ja, also die Abnutzung ist hier ziemlich gut. Hier muss also auch eine gute Pflege gegeben sein, damit man dann lange mit Spaß hat. Ich bin nicht so mega der Handwäsche und Pflegetyp, klar. Ich gebe darauf an, nicht so achtlos damit umgeht. Aber ich meine, ich kann jetzt nicht jeden Tag in die Lederpflege auftragen, gucken, dass hier keine Wellen reinkommen. Das finde ich doof. Und dass das Leder hier nicht ein bisschen robuster ist, finde ich schade. Wir gucken nochmal hier, Beifahrersitz. Und auch hier, wenn ihr guckt, minimal, ich glaube, mit der Jacke hängen geblieben oder so. Und da ist direkt eine Macke drin. Also Lederqualität. Dafür, dass das Paket 3.000 Euro Aufpreis kostet. Gut, ihr habt mit den Ledersitzen auch noch die Sitzbelüftung. Die gibt es bei den normalen Stoffsitzen nicht. Aber trotzdessen überlegt euch das gut. Panorama aus, Schiebedach, Glasdach. Macht aktuell übrigens auch noch keine Geräusche. Gut, dann sind wir einmal rum. Wie gesagt, Golf 8R in einem bestenfalls durchschnittlichen Pflegezustand. Jetzt habt ihr mal gesehen, wie sowas nach 3 Jahren und 40.000 Kilometer aussieht. Und dann würde ich mich sagen, fahren wir eine Runde und ich greife nochmal die Punkte auf, die ich beim ersten Review genannt habe. Falls ihr das Video nicht gesehen haben solltet, guckt euch das gerne an. Da stelle ich nämlich alles wirklich im Detail vor und ich möchte heute vermeiden, mich großartig zu wiederholen und das gleiche Video gefühlt nochmal hochzuladen. Deswegen wird es heute in den meisten Fällen nur eine Ergänzung. So, und vorne auch nochmal, dynamische Blinker gibt es nur mit dem IQ-Matrix-Licht. So Leute, jetzt sind wir im Inneren angekommen. Ich würde sagen, lasst uns eine Runde drehen. Und während ich hier durch die Gegend düse, ich dachte, wir fahren vielleicht auch ein kleines Stück Autobahn, wenn es sich anbietet. Während ich das mache, werde ich nebenbei immer noch mal ein paar Punkte aufgreifen aus dem ersten Review und im Grunde ja die Punkte nochmal durchgehen, ein Update dazu geben. Ich möchte trotzdem vermeiden, dass ich jetzt das Video sozusagen zweimal hochlade und zweimal das gleiche erzähle. Deswegen heute zumindest habe ich mir das vorgenommen, in gekürzter Form. Und wenn euch das wirklich im Detail interessiert, es gibt, glaube ich, ein 30-Minuten-Video, da rede ich ganz umfangreich und ausgiebig über jeden einzelnen Punkt. Das ist mein erstes Review, dann guckt euch das gerne an. Aber ansonsten würde ich sagen, starten wir. Ohne Emotionsstart heute. Und dann geht es los. Und ja, falls die Fragen kommen sollten, ja, das Auto klingt ganz gut. Das Auto ist mit der Karowitsch-Abgasanlage ausgestattet, wie ihr ja eben gerade gesehen habt. Und zusätzlich noch mit der HG Motorsport Downpipe, die einen HJS Metall Cut und 2 HJS Sport OPFs verbaut hat. Ja, deswegen klingt das Ganze hier ganz gut. Ich falle direkt mal mit der Tür ins Haus. Und zwar geht es hier um die Frage, würde ich dieses Auto weiterempfehlen und würde ich dieses Auto nochmal kaufen? Und man muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr jemand seid, der Probleme oder der sehr empfindlich ist, was Softwareprobleme angeht, was technische Ausfälle angeht, beziehungsweise nicht technische, sagen wir mal, was Infotainment-Ausfälle und Hiccups angeht, dann
ja, solltet ihr euch wirklich gut überlegen, euch dieses Auto zu kaufen. Denn dieses Auto, man braucht kein Geheimnis draus machen, das hat Probleme mit der Software. Die sind mittlerweile wirklich gut in den Griff bekommen. Ich habe mittlerweile die Softwareversion, ich glaube 1941, die ich damals auch selber geupdatet habe. Wer da Interesse dran hat, schaut auch gerne mal das Video da vorbei. Dauert 10, 15 Minuten und kostet kaum Geld. Ja, mittlerweile mit dieser Softwareversion sind viele Kinderkrankheiten, nenne ich es mal vorsichtig, behoben. Auch Totalausfälle vom Infotainment-System hatte ich zum Glück selber gar nicht mehr zu kämpfen, sind aber damit bislang auch nicht einmal mehr vorgekommen. Und ja, wie gesagt, Rückfahrkamera flackert ab und zu nochmal. Das sind alles so unschöne Feinheiten, sage ich mal, unschöne Details, die einem den Spaß im Auto doch verderben können. Also wenn ihr da anfällig seid, dann überlegt euch das gut. Es gibt ja auch, ich nenne es mal das Gerücht mit der neuen Hardware, H56 ist hier verbaut, H58, H61 gibt es und ich glaube mittlerweile gibt es auch H63, kann das sein? Dass dort schnellere Hardware reingekommen sein soll, die irgendwie 50% schneller sein soll als die ersten Modelljahre. Ich persönlich halte das für ein Gerücht, ich glaube da nicht dran. Ich glaube, das war alles nur Software. Alles nur Softwareprobleme. Mittlerweile, wie gesagt, sie sind in den Griff bekommen. Fahrhilfen fallen immer noch, naja, ich will nicht übertreiben, gelegentlich fallen sie nochmal aus, diese Abstandsregel-Tempomat oder diese Park-Assist, dann hast du tatsächlich einfach keine Parkpiepser zu keinen Seiten. Das ist dann einfach mal weg und das dauert dann meistens einen Neustart, bis zum Neustart, dann ist es wieder da, beziehungsweise bis die Busuhr eingetreten ist. Ja? Busuhr, wie ruft man die hervor? Im Grunde muss man das Auto abschließen und die Steuergeräte einschlafen lassen und das passiert in dem Moment, wenn man das Auto 15 Minuten in Ruhe gelassen hat, 15 bis 20 Minuten und der Funkschlüssel weit genug für Keyless Go sozusagen außer Reichweite war. Dann schlafen die Steuergeräte ein, dann gehen die in so eine Busuhr und danach sind die meisten Probleme behoben. Ja? Das ist jetzt, ich sag mal, ein, ja, ein unschöner Workaround, aber zumindest funktioniert er und ist relativ simpel. Wie gesagt, alle Probleme sind nach dieser Busuhr meistens behoben. Rückfahrkamera, sei es Rückfahrkamera, Abstandsregeltempomat, Notbremsassistent, also dieses ganze Assistentenpaket, sage ich mal. Wenn da was ausfällt, dann meistens im Kollektiv und dann meistens alles zusammen. Ja. Also, wenn ihr das, wenn ihr da empfindlich seid, dann seid da vorsichtig mit dem Golf 8 und mehr kann ich dazu tatsächlich gar nicht sagen. Aktuell hat das Auto hier auch Probleme mit dem Fahrhebel-Wählmodul. Auch ein ganz bekanntes, ja, eine Golf 8 Spezialität sozusagen. Fahrhebel-Wählmodul ist ausgefallen, da muss in der Mitte dieser Pernüppel hier mitsamt dieser Bodengruppe getauscht werden. Das kostet ohne Garantie in etwa 1200 Euro bei VW. Also auch dieses Auto ist zwar technisch Motorgetriebe sehr, sehr solide, aber so kleine Sachen, die dann auch schnell ins Geld gehen, die fallen hier auch an und die sind keine Seltenheit. Genauso wie das Lenkrad. Dieses Auto hat auch schon das zweite Lenkrad drin tatsächlich. Das ist dann hier auch aus Kunstleder, das ist dann kein Echtleder mehr, das spürt man auch, aber mich stört das jetzt nicht so, fühlt sich ein bisschen synthetisch an, aber eigentlich geht's. Und damit sind zumindest auch die Ausfälle des Travel Assist bislang behoben worden. Man sagt ja, dass dieser Fehler nach einem Jahr wiederkommen kann. Ich bin mal gespannt, aktuell ist das Lenkrad seit über einem Jahr drin und es kam noch nicht wieder. Mal gucken, ich hoffe es bleibt so, aber wenn da, weiß ich, noch was tun soll, dann folgt dazu natürlich ein Update. Gut. So viel zu Software, Fahrhilfen, MIB. Nach einem Jahr Fahren, Verarbeitung, was mir aufgefallen, das Auto hat die typischen Macken wie gefühlt jeder Golf. Es klappert und knarzt ab und zu mal die Tür. Das Schiebedach macht aktuell noch keine Geräusche. Ja, die Betonung liegt auf aktuell. Ja, bisher jedes VAG-Fahrzeug, was ich hatte, hat irgendwann mit diesem Klackern vom Panodach angefangen. Ich gehe davon aus, dass es hier nicht anders sein wird. Bislang ist es noch ruhig, aber das kommt bestimmt noch. Ansonsten Verarbeitung, hatte ich glaube ich im ersten Video auch schon gesagt, ist bestenfalls durchschnittlich für eine Kompaktklasse. Das ist absolut in Ordnung, man kann damit leben. Ja, und es, also ich meine, das knarzt sich auch ein bisschen und im Sommer, wenn er richtig heiß ist, dann, also das klingt auch echt unangenehm, aber das macht mittlerweile leider jeder deutsche Hersteller, so muss man ganz ehrlich sagen. Setzt euch mal zum Beispiel in einen C63 rein oder gut, muss es kein AMG sein, aber nur um dieses Preisgefüge irgendwie ein bisschen mit aufzugreifen. Setzt euch da mal rein, ruppt da mal ein bisschen an der Tacho-Sonnenblende und da fällt ihr auch vom Glauben ab. Ja? Also das sind mittlerweile, alle deutschen Hersteller haben da nachgelassen. Thema Verarbeitung ist beim Golf 8 auch keine Ausnahme. Verarbeitung ist in Ordnung, aber das ist längst kein Alleinstellungsmerkmal mehr. Das wäre kein Selling Point für mich, so ein Golf für die Verarbeitung zu kaufen. Ja? Das wäre, glaube ich, wahrscheinlich sogar der letzte Punkt, weil das ist bestenfalls durchschnittlich, nichts Besonderes und das kriegt man aus, weiß ich, Korea, aus Japan, kriegt man das mit mindestens der gleichen Verarbeitungsqualität. In der Golfklasse. Ja, wir müssen ja mal über die Golfklasse reden. Vielleicht ist Passat und, weiß ich, 5er BMW da schon wieder ein bisschen besser. Aber wir reden ja immer Gleiches mit Gleichem. Wir reden über die Golfklasse. Und da ist die Verarbeitung, ja, ist in Ordnung, aber es setzt keine Maßstäbe, wie das mal der Fall war. Das ist mir nach einem Jahr noch aufgefallen.
Das waren jetzt ja im Grunde alles Punkte, die ich im ersten Review schon mal angesprochen hatte. Jetzt kommt ein neuer Punkt. Und der neue Punkt geht um Motor und Getriebe. Und es ist ein ziemlich negativer Punkt. Und zwar finde ich, dass zumindest der Golf 8R, Modelljahr 21, gut, jetzt haben wir hier auch eine Leistungssteigerung drauf, alles TÜV-mäßig, 460 PS, aber dieses Auto verbraucht zu viel. Und das liegt nicht an der Leistungssteigerung, denn wenn man die Leistung nicht abruft, dann verbraucht man im Grunde auch nicht mehr. Ich sag mal, vielleicht so einen halben bis ein Liter Karenz, ja, okay, sage ich, vielleicht mag sein. Trotz dessen, auch im Serienstand, finde ich, verbraucht dieses Auto zu viel. Und es gibt meiner Ansicht nach keinen vernünftigen Grund, warum ein moderner Vierzylinder mit einem 7-Gang-Doppelkupplungsautomatikgetriebe, warum der so viel verbrauchen muss. Das erschließt sich mir auch nicht ganz. Man fährt dieses Auto, wir können gleich mal auf meinen Zähler gucken. Man fährt dieses Auto in der Stadt zwischen 10 und 12 Liter auf 100 Kilometer. Und das ist nicht mit Randale und Bambule, sondern das ist ganz, ganz gediegen. Wirklich im Verkehr mitschwimmen, Stop and Go, ist der Tod für dieses Auto, der Tod für diese Motoren. Und dann saufen die, was das Zeug hält. So, ich merke gerade, ich bin falsch gefahren. Das heißt, wir müssen hier mal ein kurzes Wendemanöver einlegen. Wendemanöver vorbei. Ja, wie gesagt, das Auto verbraucht zu viel. Man kann es schaffen, über Land auf der Autobahn mit, ja, ich sag mal, wenn man hinter den LKWs hinterher schleicht, wenn man mich ganz, ganz, ganz sachte, ganz ruhig fährt über Land, dann ist sicherlich ein Verbrauch möglich von 8,x, 7,x. Das ist so mein bester Verbrauch bisher. Aber alle ansonsten in der Stadt mit Stop and Go verbraucht dieses Auto zu viel Benzin. Und das ist nicht so, dass ich hier irgendwie eine 95er Suppe reintanke, wo man sowieso ein bisschen mehr verbraucht oder sogar E10 oder so ein Blödsinn. Sondern hier kommt immer Ultimate 102 rein mit der bestmöglichsten Verbrennung, bilde ich mir zumindest ein. Und trotzdem, wir können mal gucken hier. Trotzdem säuft er sich ganz schön ein zurecht. So, ihr seht hier ab Start, wir sind jetzt hier ein bisschen über Land gerollt. Hier diese kleine Runde durchs Gewerbegebiet. Sind wir bei 10 Liter auf 100 Kilometer. Ab tanken, ich glaube, ich habe gestern getankt, 11 Liter, gut 35 Kilometer, ist nicht so aussagekräftig. Und Langzeit, ja, 720 Kilometer mit 12,5 Liter. Dieses Auto wird im Alltag bewegt, ist mein Daily Driver für den Weg zur Arbeit und zurück. Und ja, ihr seht hier 12,5 Liter, damit müsst ihr rechnen, wenn ihr euch so ein Auto anschafft. Und das ist jetzt, ich sag mal, da kann man sich auch einen Sechszylinder kaufen. Ja, das ist, also hier ist auch gesperrt, ne? da kann man sich auch einen Sechszylinder kaufen. Das ist für einen Vierzylinder meiner Meinung nach einfach zu viel und ist ein wirklich großer negativer Punkt. Das ist hier auch gesperrt, wo ich lang wollte. Also das ist hier drunter und drüber. Egal, wir machen trotzdem weiter. Moin Leute. Willkommen zum Video, in dem wir testen, wie gut so ein Golf 8R wendet. Nee, Blödsinn. ja, jetzt sage ich zum fünften Mal, das Auto verbraucht zu viel. Es gibt keinen Grund, warum moderner Vierzylinder so viel verbraucht. Und das kann die Konkurrenz besser, möchte ich fast sagen. Ich weiß nicht, ob es am R liegt, ob der nochmal eine andere Abstimmung hat, ob der Allrad wirklich so viel damit zu tun hat, ob man Clubsport deutlich weniger bewegen kann. Ich habe einen Bekannten, der fährt einen Golf 8R 20 Years und der sagt, der hat auch davor auch einen normalen Performance gehabt und er sagt, der Verbrauch ist beim 20 Years nochmal deutlich runter. Vielleicht ist es wirklich, ich sag mal, der Standarddatensatz, der hier drauf ist, dass das Modelljahr 21 so unglaublich viel verbraucht und der 20 Years ist dann besser geworden dadurch. Aber ja, 2021er Modell, in diesem Fall kann ich davon nur reden, verbraucht zu viel Sprit. So. Dann auch im ersten Review schon mal angesprochen, das ist der Sound, trotz Akrapovic Abgasanlage nur ganz kurz und knapp. Ich finde den Sound in der Serie enttäuschend. Mit Hi-Hat Downpipe seid ihr wirklich rundum zufrieden. Meiner Meinung nach, ihr braucht keine 3000 Euro Klappenabgasanlage von Hersteller XY, sondern kauft euch die Downpipe, zumindest auf jeden Fall, wenn ihr die Akrapovic habt. Denn dann ist der Sound, finde ich, perfekt. Nicht zu laut, nicht zu leise, kein Dröhnen. Die Akrapovic ist so gut gemacht, es dröhnt wirklich 0,0. Trotz dessen in Serie, auch wenn das mit Pops und Bangs hier ab und zu mal ein bisschen knallt, das ist ja alles lustig und alles schön. Aber der Sound als solches ist schon ziemlich enttäuschend. Und ein GTE Clubsport zum Beispiel, als naheliegendster Vergleich, der klingt besser. Ich finde, der klingt besser und ich hatte ja auch neulich Besuch hier von einem GTI Clubsport mit Akrapovic und HJS Downpipe und auch da war der Unterschied zu meinem nochmal deutlich.
Also glaubt mir das, der Sound in Serie ist enttäuschend, das ist wirklich ein warmes Gefauche. Auch wenn es ein bisschen weit hergeholt ist, ich vergleiche das ganz gerne mal mit so einem Porsche Turbo 911er. Wenn die obenrum schnell sind, die sind natürlich wahnsinnig schnell und viel, viel geiler, aber die klingen auch scheiße, ja? Die klingen auch einfach nach heißer Luft. Jo, moin Leute, kurzer Einspieler von mir. Ich habe das Videomaterial alles gesichtet und musste feststellen, dass vor allem die Etappen auf der Autobahn streckenweise echt mega verwackelt sind, besonders an den Stellen, wo man mal ein bisschen schneller fährt, dann ein bisschen später im Video. Also das sieht echt richtig unangenehm aus, sorry dafür, irgendwas war mit der GoPro-Halterung nicht in Ordnung. Wenn ihr gerade krasse Kopfschmerzen habt, dann guckt euch das an den Stellen lieber nicht an, weil es ist echt unschön. Und ja, wie gesagt, sorry dafür, wird beim nächsten Mal wieder besser. So. Sind wir auf der Autobahn angekommen und das ist auch ganz gut, denn was dieses Auto wirklich wahnsinnig gut kann, ist die Kombination aus Motor und Getriebe und das Potenzial, was in diesem Auto schlummert. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, dieses Auto in der Vierzylinder-Kompaktklasse hat die beste Kombination aus Motor und Getriebe, die man kaufen kann. Das Getriebe schaltet ansonsten weich, man fährt schön untertourig, ist nicht aufdringlich, es ist wirklich rasend schnell, die Schaltvorgänge für ein Doppelkupplungsgetriebe wirklich grandios und der Motor 320 PS in Serie. Ich hatte dieses Auto Serie auf dem Prüfstand gut mit Downpipe mit zugelassen. Da hat er 355 PS in Serie gemacht und ohne die Downpipe nur mit Ladeluftkühler waren es glaube ich 343 PS oder so und 420, 430 Newtonmeter. Also diese Autos stehen wahnsinnig gut im Futter, das ist was man überall liest, warum die auch so schnell sind, auch in Serie schon. Das sucht seinesgleichen im Vierzylinder-Kompakt-Sportbereich. Fahrtechnisch, was hat sich mittlerweile noch getan? Wir haben hier verbaut KW-Gewindefedern. Jetzt wurde ich dafür schon ein, zwei Mal belächelt, wie Gewindefedern. Ja, tatsächlich sind das Gewindefedern. Das sind Tieferlegungsfedern, die auf einem Verstellteller drauf sind, ohne Sport-Stoßdämpfer. Also serienmäßige Stoßdämpfer mit DCC. Und Verstellteller mit KW Sport Tieferlegungsfedern. In dem Fall hier, ich glaube, knappe 15 mm Tieferlegung, also echt sehr, sehr dezent. Das sind, glaube ich, 340 mm RMK ringsrum. Und man muss dem Fahrwerk zugutehalten, hier haben wir das DCC verbaut und auch hier die Spreizung ist sagenhaft zwischen Sport, zwischen Komfort und trotz der Tieferlegungsfedern, was ja so ein Seriendämpfer normalerweise nicht wirklich mag. Aber das macht hier überhaupt gar keinen Unterschied. Das Fahrwerk ist wirklich nach wie vor mega. Es hat keinen Komfortverlust stattgefunden mit den Tieferlegungsfedern, was ja dafür spricht, wie gut dieses Fahrwerk wirklich funktioniert. Es passt sich je nach Fahrmodi eurem Fahrstil, sage ich mal, auch ein bisschen an. Und es macht einfach nur mega Spaß. Also wenn ihr so ein Auto euch anguckt, dann auf jeden Fall nicht ohne DCC kaufen. Das meine ich wirklich ernst. Könnt ihr vielleicht gleich nochmal einmal durchbeschleunigen. Kauft euch das mit DCC auf jeden Fall. Alles andere macht keinen Sinn. Das sucht auch in dieser Kompaktklasse seinesgleichen, bin ich der festen Überzeugung. Audi, klar, die haben ja auch das gleiche System irgendwie verbaut. Aber ansonsten, das ist wirklich für den Preis, was man bekommt, ist wahnsinnig gut. Kauft keinen Golf 8 ohne DCC, das sage ich euch, wie es ist. Ihr könnt, gut, wenn ihr ein Sportfahrwerk einbauen wollt, dann kauft es ohne, weil dann braucht ihr noch diesen extra Stilllegungssatz, klar, verstehe ich. Aber wenn ihr maximal mit Tieferlegungsfedern arbeiten wollt, dann seid ihr mit dem DCC mega beraten. Das ist ein wahnsinnig gutes Fahrgefühl. Vielleicht eine Sache, die dem Auto auf jeden Fall fehlt, am Lenkrad zum Beispiel, ist ein Knopf, ein meinetwegen R-Mode-Knopf, würde ich sagen. Ja, also, warte, ich halte mal kurz hier an. So, und ich rede jetzt nicht von diesem Knopf hier. Ja, man kann ja hier gedrückt halten und dann ist man im R-Mode oder man tippt nur einmal an, dann kann man durch die verschiedenen Modi durch switchen. Aber wenn man länger hält, dann ist man immer direkt im Race-Mode. Also ist ja alles schön und gut. Bloß es wäre cool, wenn man den Race-Mode insofern konfigurieren könnte, wie zum Beispiel bei einem M-Fahrzeug, dass hier das ESP direkt zumindest mal auf Sport ist. Ganz aus, okay, verstehe ich, das ist ja irgendwo auch wahrscheinlich ein bisschen gefährlich, aber zumindest auf Sport. Denn dieser Weg hier, wie es ja eigentlich vorgesehen ist, über Fahrzeug, hier, ja, außen, bremsen, so, so ist der Weg, wie VW das mal vorgesehen hat, dass man das ESC entweder ausschaltet oder auf Sport. Das ist für so einen sportlich angehauchten Kompaktwagen viel, viel zu lange. Es wäre doch geil, eine Taste, bumm, R-Mode mit ESC Sport. Denn dieses Auto wird vom ESC-System wirklich gezügelt. Trotz Allrad reguliert er auch gut rein, auch schon im Serienbetrieb. Das macht nicht so Spaß, also wenn man das volle Potenzial abrufen muss man entweder, kann eigentlich komplett ESC ausfahren oder zumindest auf Sport. Da macht das echt einen großen Unterschied und dann kommt dieses Auto mit dem Arsch auch quer.
ob man es glaubt oder nicht, so ein bisschen sliden kann man damit ganz easy. Und das fehlt hier auf jeden Fall. Ja, das wäre etwas gewesen, als hätte ich mir gewünscht. Also eine Mode-Taste mit vorkonfigurierbarem ESC. Weil auch im Individualmodus bin ich der Meinung, wir können mal hier reingucken. Ja, wir sind ja hier Modus, Individual. Hier sind wir einmal in dem 15-fach verstellbaren DCC. Lenkung, Antrieb, Motorsound. Nein, aber kein ESC Off- oder Sportmodus. Und das finde ich wirklich schade. Das finde ich wirklich schade. Gut, dann machen wir jetzt mal Race rein und fahren weiter. Und auch der Allradantrieb mit dem Torque Vectoring ist wahnsinnig gut. Ja, ihr seht, wie dieses Auto zupackt in der Kurve. Keine Traktionsschwierigkeiten, trotz 600 Newtonmeter. Der Allradantrieb auch in diesem Auto ist ja nicht mehr Haldex mittlerweile. Ich glaube, Magna heißt die Firma, die dieses Torque Vectoring Diff hergestellt hat. Ist ein riesen Fortschritt und macht dieses Auto wirklich fahraktiv und tausendmal spannender zu fahren als noch der Sima Golf R. Lasst uns nochmal ganz kurz die Sonderausstattung abklappern hier, was mir da noch aufgefallen ist und was ich noch empfehlen würde. Also Sonderausstattung, Harman Kardon System, top, würde ich empfehlen. Mit diesem kleinen Trick, mit diesem kleinen Mod, den man da machen kann, hatte ich auch mal ein Video zu gemacht. Schneidet man hinten den Subwoofer ein bisschen auf, hat man deutlich mehr Bass. Seitdem ich das gemacht habe, top. Lasst uns da nicht weiter darüber reden, weil ich habe in anderen Videos das Soundsystem auch ein bisschen vorgestellt. Ich will, wie gesagt, so wenig wie es geht wiederholen. IQ Matrix Licht, auch hier, bestellt das mit. Es ist ein wahnsinnig gutes Lichtsystem mit dem Leitassistenten, der vorausschauende und der vorausfahrende und entgegenkommende Fahrzeuge ausblenden kann in so einer Trapezform. Und das funktioniert so wahnsinnig gut. Ich wurde noch nicht ein einziges Mal damit angeblendet, als ich dieses System benutzt habe. Also auch hier klare Empfehlung. Die Ausleuchtung ist wahnsinnig gut. Das Fernlicht hat eine atemberaubende Reichweite. Und auch im Ganzen würde ich dieses System nicht missen wollen. Allein schon tatsächlich, das ist ja Paket, diese IQ Matrix Licht. Da ist dann auch der dynamische Blinker dabei, vorne und hinten. Und das wertet das ganze Auto einfach optisch auf, muss man sagen. Man hat hinten dann grundsätzlich anderes Design der Rückleuchten. Dieses Auto profitiert davon optisch sowie technisch mega, bestellt das auf jeden Fall mit. Eine klare, klare Empfehlung von mir. Head-Up-Display. Tja, an sich, ich bin ja für so technische Spielereien wirklich zu haben. Ja, mir macht sowas Spaß und ich habe da Freude dran. Und auch Head-Up-Display, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Man sieht hier die Verkehrszeichen, man sieht, dass hier ein Überholverbot angeblich irgendwo erkannt wurde und man sieht die Geschwindigkeit. Wenn man hier jetzt noch den Travel Assist oder den Abstandsregeltypomat an hätte, dann würde man auch sehen, dass ein Auto vorausfährt und dass dieser Assistent sozusagen ein bisschen begleitender dargestellt ist im Head-Up-Display. Das ist alles schön und gut, aber ich finde von der Funktionalität, klarer Geschwindigkeit, es hätte ein bisschen mehr sein dürfen, ja, dafür, dass das System ja auch ganz gut Geld kostet, zumindest mal so ein kleiner Zusatz fürs Audio-Menü, weil ich finde, das ist wirklich ein Ding, was fehlt, dass man über das Head-Up-Display nicht erkennen kann, welches Lied gerade gespielt wird oder wenn man ein Lied weitermacht, welches dann anfängt zu spielen. Das finde ich ein riesen Manko, weil so muss man trotzdem, wenn man das Head-Up-Display hat, muss man für die Audio-Menüführung oder um zu wissen, was gerade abgeht, muss man trotzdem immer in die Mitte gucken. Und das hätte, glaube ich, nicht, kann nicht so schwer sein, da so ein Mini-Segment dem Audio-Menü zuzuordnen. Das finde ich ein bisschen schwach irgendwie. Ja? Der hätte es ruhig, wie gesagt, ein bisschen mehr sein dürfen. Das finde ich schade. Auch gut, BMW muss man sagen, Head-Up-Display ist echt mega. Auch Mercedes, die haben ja teilweise Drehzahlmesser mit drin und ganze Navikarten. Das hätte dem Auto natürlich auch gut getan, da braucht man gar nicht reden. Aber für eine Kompaktklasse kann ich darauf verzichten. Aber so ein kleines Audio-Menü-Gadget, das wäre, ich finde, das hätten sie machen müssen. Also das ist ein bisschen schade und das vermisse ich auch sehr. Und das ist eine Sache, warum ich sage, das Head-Up-Display, wenn ihr sowieso ein Auto euch anguckt, was alles hat, dann nehmt das gerne mit. Aber wenn ihr zwischen zwei Autos hin und her gerissen seid und das Head-Up-Display wäre ein Kriterium, dann würde ich das tatsächlich hinten anstellen. So ein krasser Mehrwert ist es für den Alltag dann doch nicht. Es ist ganz nett anzusehen, aber es bringt einem im Alltag nicht wirklich großartig weiter. Motor und Getriebe. Wir gucken uns das Ganze nochmal an. Oder vorne fährt ein Supra. Aber ich glaube, der will nicht. Hört ihr, wie schnell diese Schaltvorgänge sind? Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und
dieses Auto auch im Serienzustand reicht wirklich aus, um mit vielen Autos auf der Autobahn zu spielen. Es ist wirklich schnell. Der hat oben raus, der große neue Turbolader von Continental, der hat so einen Punch, so eine Power. Der hat so viel Drehmoment oben rum noch. Es macht wirklich mega Spaß. Und ihr seht hier das Tuning-Potenzial. Wir reißen jetzt mal einen Gang durch hier. 220, 25, 30, 35, 40, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280, 285. In keiner Zeit. In keiner Zeit. Jetzt wollen wir auch nicht übertreiben, es ist relativ voll hier. Aber wie schnell dieses Auto geworden ist, und dafür braucht ihr wirklich nur einen Ladeluftkühler. Aber guckt euch das mal an hier, Mittelspurschleicher. Mann. Wahnsinn. Und dafür, für diese Leistung, braucht ihr im Grunde nur einen Ladeluftkühler, eine geänderte Ansaugung wäre nicht schlecht und Software. Aber dann wacht dieses Auto so dermaßen auf, das könnt ihr euch kaum vorstellen. Wenn ihr die Möglichkeit habt, auch meinetwegen, wenn ihr hier aus dem norddeutschen Raum kommt und sich die Gelegenheit ergibt, ihr seid herzlich eingeladen, einfach mal eine Runde mitzufahren, wenn ihr das mal live erleben wollt. Das ist wirklich, was aus diesem Auto wird, kann man kaum in Worte fassen, in Kombination mit der Lenkung, mit dem 15-fach verstellbaren DCC. Ich will nicht so übertreiben, nicht so ein Lobgesänge hier ausrufen, aber das Auto ist tatsächlich für das, was es ist, in der Kategorie, in der es spielt, ist eine Waffe und ich glaube das Beste, was man kaufen kann aktuell im Vierzylinderbereich. Und selbst ein RS3, ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, ich glaube, man braucht gar kein RS3. Dieses Auto mit Software, das ist ja mittlerweile auch alles legal. Wie gesagt, hier ist 460 PS im Fahrzeugschein eingetragen. Alles legal, das ist hier keine Bastelbude oder sonst was. Das ist alles legal mit allen Bauteilen im Schein. Das heißt, auch in der Kontrolle habt ihr gar kein Problem. Und auch ein RS3, der hat natürlich oben raus mehr Leistung, hat einen 5-Zylinder, der natürlich besticht. Aber von der reinen Längsdynamik, von der Fahrdynamik und von dem, wie das Auto Spaß macht, ist er, glaube ich, den Aufpreis nicht großartig wert. Wir reden jetzt vom 8Y. Klar, ist ein RS3 ohne OPF. Vom Sound her und auch von der Leistung geiler. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem alten Allradantrieb, mit dem massigen Gewicht an der Vorderachse, das Ding macht keinen Spaß zu fahren und hat darüber hinaus, finde ich, ein ziemlich großes Turbolag, wenn man die Autos dann fährt mit ungefähr 500 PS oder auch in Serie schon. Die kommen erst, ich weiß nicht, ich finde so bei 3000 Umdrehungen stehen die richtig im Saft und hier hast du ab 2, 2,5 wirklich Punch. Das Auto ist eine Pocket Rocket und macht mega Spaß. Und ich hoffe, ich reite euch hier nicht zu viel auf Motor und Getriebe rum, aber die Kombination aus den beiden Sachen, die funktioniert in diesem Auto so unfassbar gut, dass man das einfach hervorheben muss. Und ich würde sagen, mit diesen Worten beenden wir nämlich auch das Video. Würde ich dieses Auto nochmal kaufen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde dieses Auto nochmal kaufen und ich würde dieses Auto auch nochmal kaufen und damit genau den gleichen Unsinn anstellen, nicht mit der Software, mit dem Bauteil, mit der Downpipe. Weil dann ist dieses Auto genau das, was ich gesucht habe. Ich kann dem Auto die kleinen Macken verzeihen. Ich kann dem verzeihen, dass hier das Wahlhebelmodul ab und zu mal spinnt. Dass die Assistenzsysteme gelegentlich mal ausfallen. Das kann ich ihm alles verzeihen, weil Motor, Getriebe, Fahrwerk und das Licht ist so ein rundes Paket. Es macht so viel Spaß, es birgt so viel Potenzial. Es ist vom Unterhalt, zumindest von der Versicherung, von den Steuern. Es ist alles überschaubar und es ist eine klare Empfehlung von mir, dieses Auto zumindest mal eine Chance zu geben und Probe zu fahren. Denn ja, Golf, klar, wird gerne mal belächelt, ja, ich weiß es ja selber, aber fahrt dieses Auto mal und macht euch selber ein Bild, wie gesagt, wenn ihr hier aus dem norddeutschen Raum kommt und wenn es passt, meldet euch gerne, vielleicht können wir da einfach mal eine Runde zusammen drehen. Wenn es daran scheitern sollte, ja, dass ihr euch keinen so einen Golf 8 kauft, weil ich bin großer Golf 8 Fan mittlerweile, auch optisch, finde ich, ist der mega. Und ich kann dem, wie gesagt, nur jeden ans Herz legen, wenn ihr so ein bisschen technikverrückt seid. Wenn ihr nur sagt, das Auto soll mich von A nach B bringen und ich habe gar keinen Bock auf irgendwelche technischen Spielenzien hier, dann könnte man sich vielleicht auch nach einem anderen Auto umgucken, weil wenn man das Potenzial von Motor hier nicht ausschöpft, dann denke ich, machen die Probleme, die er links und rechts hat mit dem Infotainment, machen das Auto dann doch vielleicht ein bisschen kaputt und mindern den Spaß. Und das sollte das natürlich nicht sein, weil die Autos kosten, auch die normalen Golf 8 kosten, immer noch relativ viel Geld. Da lässt sich VW immer noch den deutschen Premium-Zuschlag, sage ich mal, bezahlen. Auch wenn sie das zumindest von der Verarbeitung eigentlich gar nicht mehr sind. Aber wie gesagt, in diesem Fall Golf 8R und Golf 8 GTI Clubsport als Pendant ohne Allrad mit dem gleichen Motor, gleiches Getriebe. Klare Empfehlung von mir. Alles klar, Leute. Und in diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob ihr euch selber für so einen Golf 8 interessiert. Ob das was für euch ist. Oder was ihr aktuell fahrt, wenn ihr wechseln möchtet vielleicht. Und ja, dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.